Ja, um das umzusetzen, was Herr Gabriel eben beschrieben hat, haben wir vereinbart, dass der Bund insgesamt rund 1 Milliarde Euro zur Verfügung stellen wird. Davon werden wir 300 Millionen Euro für die Periode von 2017 bis nächstens 2020 für die Ladeinfrastruktur verwenden. Davon sollen etwa 200 Millionen für die Schnellladeinfrastruktur und 100 Millionen für die Normalladeinfrastruktur verwendet werden. Darüber hinaus wollen wir mit etwa 100 Millionen bei der öffentlichen Beschaffung dafür sorgen, dass künftig mindestens 20% vom Fuhrpark des Bundes insgesamt Elektrofahrzeuge sind. Und dann wollen wir eine Kaufprämie bezahlen, die, wie Herr Gabriel gesagt hat, hälftig von der Automobilindustrie und vom Bund finanziert wird. Vom Bund stehen dafür 600 Millionen zur Verfügung. Es sollen die reinen Elektrofahrzeuge mit 4.000 Euro gefördert werden, also 2.000 vom Bund, 2.000 von der Automobilindustrie und die Plug-in-Hybride 3.000. Wir machen ein Windhundverfahren, das heißt, die Gesamtfördersumme ist auf 2x600 begrenzt und wenn die vergriffen sind, ist es zu Ende. Wer zuerst kommt, bekommt die Förderung, wer zu spät kommt, der hat dann schon den Skaleneffekt, weil wir inzwischen einen großen Anstoß gegeben haben, denn das Ziel ist, dass wir möglichst schnell die Zahl der Elektrofahrzeuge voranbringen wollen. Es hat eine Laufzeit bis längstens 2019, aber wir hoffen natürlich, dass es lange vorher die Mittel schon aufgebraucht sein werden. Wir wollen starten ab dem Tag des Kabinettsbeschlusses, der im Mai 2016 sein soll. Und wir haben eine Förderobergrenze für das jeweilige Basismodell von 60.000 Euro Netto-Listenpreis verabredet, sodass also alle Elektrofahrzeuge grundsätzlich, die im Elektromobilitätsgesetz beschrieben sind, gefördert werden. Reine Batterieelektrofahrzeuge, von außen aufladbare Hydroelektrofahrzeuge und Brennstoffzellenfahrzeuge auch. Aber Voraussetzung ist eben ein Nettokaufpreis von höchstens 60.000 Euro, das ist die Obergrenze. Hybridfahrzeuge ohne externe Lademöglichkeiten fallen im Übrigen nicht darunter, damit auch das klar ist. Und ich glaube, dass wir damit einen Anstoß geben, um schnell die Zahl der Elektrofahrzeuge in eine nennenswerte Größenordnung zu bringen, um eben dann auch die entsprechenden Skaleneffekte zu haben, vor allen Dingen, wenn eben parallel dazu auch der Aufbau der Ladeinfrastruktur durch diese zusätzlichen 300 Millionen wesentlich verstärkt wird. Wir wollen darüber hinaus auch den vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellten Strom, wenn man also ein Elektrofahrzeug in Betrieb legt, der soll nicht als Geldwertervorteil berücksichtigt werden, wird also nicht steuerpflichtig, sondern wird nicht als Geldwertervorteil dargestellt, um auch von daher die steuerlichen Rahmenbedingungen anzupassen. Möglicherweise werden wir in der Diskussion mit den Fraktionen auch beim Kraftfahrzeugsteuergesetz, da gab es letzte Woche auch bei der Klausurtagung der beiden Fraktionsvorstände Überlegungen, gewisse Änderungen noch im Kraftfahrzeugsteuergesetz vornehmen. Aber die wesentlichen Punkte, die wir verabredet haben, sind die, und das wollen wir jetzt im kommenden Monat umsetzen. 1.000 Euro gefördert werden, also 2.000 vom Bund, 2.000 von der Automobilindustrie und die Plug-in-Hybride 3.000. Wir machen ein Windhundverfahren, das heißt, die Gesamtfördersumme ist auf 2x600 begrenzt und wenn die vergriffen sind, ist es zu Ende. Wer zuerst kommt, bekommt die Förderung, wer zu spät kommt, der hat dann schon den Skaleneffekt, weil wir inzwischen einen großen Anstoß gegeben haben, denn das Ziel ist, dass wir möglichst schnell die Zahl der Elektrofahrzeuge an Ladeinfrastruktur verwendet werden. Darüber hinaus wollen wir mit etwa 100 Millionen bei der öffentlichen Beschaffung dafür sorgen, dass künftig mindestens 20% vom Fuhrpark des Bundes insgesamt Elektrofahrzeuge sind. Und dann wollen wir
eine Kaufprämie bezahlen, die, wie Herr Gabriel gesagt hat, hälftig von der Automobilindustrie und vom Bund finanziert wird. Vom Bund sind es also, stehen dafür 600 Millionen zur Verfügung. Es sollen die reinen Elektrofahrzeuge mit 4.000 gefördert werden, reine Batterieelektrofahrzeuge, von außen aufladbare Hybro-Elektrofahrzeuge und Brennstoffzellenfahrzeuge auch. Aber Voraussetzung ist eben ein Nettokaufpreis von höchstens 60.000 Euro, das ist die Obergrenze. Hybridfahrzeuge ohne externe Lademöglichkeiten fallen im Übrigen nicht darunter, damit auch das klar ist. Und ich glaube, dass wir damit einen Anstoß geben, um schnell die Zahl der Elektrofahrzeuge voranbringen wollen. Es hat eine Laufzeit bis längstens 2019, aber wir hoffen natürlich, dass es lange vorher die Mittel schon aufgebraucht sein werden. Wir wollen starten ab dem Tag des Kabinettsbeschlusses, der im Mai 2016 sein soll. Und wir haben eine Förderobergrenze für das jeweilige Basismodell von 60.000 Euro netto Listenpreis verabredet, sodass also alle Elektrofahrzeuge grundsätzlich, die im Elektromobilitätsgesetz beschrieben sind. Wir haben, um das umzusetzen, was Herr Gabriel eben beschrieben hat, haben wir vereinbart, dass der Bund insgesamt rund 1 Milliarde Euro zur Verfügung stellen wird. Davon werden wir 300 Millionen Euro für die Periode von 2017 bis längstens 2020 für die Ladeinfrastruktur verwenden. Davon sollen etwa 200 Millionen für die Schnellladeinfrastruktur und 100 Millionen für die normale